Oh, immer. Immer neuer Tag hier. Oh, im wunderschönen LA ist angekommen. Hi, Jungs! Hey! Hallo! Alter, was war das denn gestern, lass Chef? Lass doch mal die Aussicht genießen, liebe Freunde. Ja, komm mal ran hier. So, da muss auch mal Zeit sein, ne? Komm, Patrick, komm mal zu uns hier. Ja, da hier, komm mal hier, da schönes Geländer. Ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass ich mit euch beiden hier zusammen auf dieser Yacht sein kann. Es gibt ein paar Sachen, die mich, liebe Freunde, musste mal mit euch besprechen. Was denn? Okay. In dieser Stadt gibt es ein kleines Geheimnis. In der Stadt gibt es viele, viele, viele. Was? Die Menschen da hinten, anderen Booten, ach so, wollen mir die Herrschaft klauen. Was? Und wir, unser Drogenkartell muss weiter wachsen, deswegen haben wir jetzt einen Deal mit Blaine County und den Drogen-Cops da, die es gibt, die drücken ein Auge zu und natürlich anderen Leuten. Aber, ja, die anderen Leute, die auf der Yacht hier unterwegs sind, die anderen Superreichen, denken halt, ihnen würde diese Stadt gehören, aber die gehört nur uns. Mir! Und wir müssen jetzt gemeinsam ausschalten. Finde ich gut. Ich will kein Selbstmord-Kommando nochmal sehen, lieber Patrick. Ja, dafür sind wir ja in der Ausbildung, Sir. Ne? Chef, da müssen wir bisschen, ich werde es besser machen dieses Mal. Patrick, wir kriegen das hin. Natürlich, alles klar. Komm mal mit. Ich habe noch was für euch geschenkt. Oh. Wir machen einfach unseren Special-Handschlag und dann guck mal hier, wir sind sogar synchron abgestiegen vom Geländer. Weißt du, das ist Teamwork. Ja, das, weißt du, das ist, wir haben es einfach in uns. Wir verstehen uns von innen und außen. Genau, blind. Ja. So, guck mal her, ich habe noch ein Geschenk für euch. Ja, Sir, was? So, bei uns gibt's so eine Mutprobe hier. Oh, bei uns im was? Hotel. Sir? Also, man wird einmal von einem abgestochen. Was? Chef? Ja. Eine Verletzung mit dem Messer wird hinzugezogen und die Narbe ist dann die Narbe des Todes. Ach so. Wenn man das überlebt, pack den Raketenwerfer wieder weg. Wenn man den Raketenwerfer einfach so wegsteckt. Wenn man das überlebt, dann gehört man offiziell zu den Hydos. Wollt ihr zu den Hydos gehören? Zu den Hydos Angels? Ja. So, PZ. Ja, ich will dazugehören. Okay, ich werde alles dafür tun. Warte noch mal ein bisschen hier, ja? Geh mal darüber. Rechts. Patrick, willst du es wirklich tun? Ey, pack weg, was du in der Hand hast. Ja, also ich finde ja, Patrick sollte zuerst vor. Komm her. Ja, Patrick. Aber... Nein, du bist der Erste. Du bist der Jüngere von uns beiden. Komm her jetzt. Komm, stell dich nicht so an, du Pussy. So, Herr PZ. Ey, willst du mich verarschen, Patrick? Jetzt klappe! Herr PZ, gehen Sie mal ein bisschen aus dem Blickfeld. So, oh nein. Haben Sie das schon öfters gemacht? Hey. Oh, er hat's geschafft. Ich fühle mich wie ein ganz neuer Mann. Na! So, ihr seid jetzt offizielle Hydos. Komm, wir werden Blutsbrüder. Kevin, komm. Mitkommen. Komm. Wir sind Brüder, lass uns unser Blut aneinander schmieren. Und ab ins Blutsbrüder. Ja, in den Heilbrunnen. Juhu! Ab in den Heilbrunnen. Ja, ja. Oh, ja, Mann. Jetzt habe ich eine gelbe Unterhose. Badehose. Ja, das ist normal, Patrick. Ey, die war gar noch weiß. Ja. Hast du einfach gesifft oder was? Ja, der hat ein bisschen Angst, der Patrick. Manchmal hat er so einen kleinen Angstschiss. Das was? Kommt manchmal. Vor allem beim Deswegen, Patrick kommt gelbe Scheiße ist an. Ganz normal. Ist ganz normal. Oh. Macht's euch bequem. So, hier. Ja, schick hier, schick. Wunderbar, das ist immer das Schönste am Job. Ich muss sagen, der Chef ist richtig guter, ne? Ja, ich habe euch gerade abgestochen, aber ich bin richtig gut. Ja, das war ja nur so ein... Wir sind ja jetzt Blutsbrüder geworden. Genau. Ja, okay. Wir haben jetzt ein paar Aufträge, liebe Freunde. Okay. Ich guck grad mal. Hat der Dennis da gerade am Joint gezogen? Nein. Hast du das gesehen, Patrick? Das wird er nie machen, das ist ein Anständiger. Wie sollen wir den denn so beschützen, Dennis, Mann? Ist total illegal. Patrick, was machst du da? Ey. Ich will nicht wissen, was da drin war, ne? Das sah gelb aus. Wir gehen jetzt eine andere Yacht angreifen. Alles klar. Was? Sir, sind die sich wirklich... Also ich meine... Ja. Nachdem, was wir in der... Also beim letzten Mal falsch... Also ich glaube nicht, dass das so gut ist. Kevin, sag einfach ja. Ja, sofort ja, Sir. Sehr gut. Sir, ja, Sir. Sir, ja, Sir, ich bin dabei. Patrick, wir schaffen das, ja? Natürlich. Hand in Hand werden wir die Yacht einnehmen. Hand in Hand. Nicht rennen, immer langsam laufen. Ja, stimmt, das muss ja cool wirken. So, warte mal, zeigt mir mal euer Waffen-Equipment, bitte. Sir. Ich habe Ihnen ja bereits beim letzten Mal gesagt, ich habe Ihnen einen kleinen Antrag gestellt. Ich muss ein bisschen Munition auffüllen, aber... Okay, warte. Ich habe halt... Aber mehr als das habe ich leider nicht dabei. Also, ich habe hier ein nettes Sturmgewehr. Hier. Was denn? Hinter dir. Oh. Hast du aufgesammelt? Hier ist doch gar nichts. Ah. Komm her. Ja, das ist halt... Ja, wir müssen... Hinter dir! Okay, danke schön. Warte, es gibt noch was. Komm her, Patrick. Das ist nur für die Waffe, ne? Nee, Patrick, komm her. Ja? Was passiert hier?
Was machst du denn? Also Patrick geht mit einer zerbrochenen Flasche in den Kampf. Natürlich, das reicht. Er hat's schon aufgesammelt. Okay, ich hab noch mehr. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir vielleicht in Zukunft mal, dass du vielleicht mal in Zukunft den Waffenhändler deines Vertrauens kontaktierst und uns mal ein bisschen Munition heranschaffst, damit wir auch für spezifische Waffen irgendwie Munition haben. Da können wir dich besser verteidigen, wissen Sie? Okay, Leute, also zuhören. Ja. Es gibt ein verstecktes Päckchen. Oh. Seht ihr? Kurspflege heißt der Job. Oh. Wir müssen zum Fragezeichen. Aber ein Steuerkurs. Seht ihr das Fragezeichen jetzt auch? Ja, natürlich, Sir. Okay. Ja. Ist schon markiert auf dem Navi. Alles klar, okay, dann steigen wir ein, dann geht's los. Haben Sie auch den Shampoos aufgefüllt? Ja. Sehr schön. Alles klar, Patrick, steigen Sie ein. Oh, ja, genau. Wie kann das sein, dass der sich nach hinten setzen darf? Das toleriere ich aber nicht. Ab nach vorne, du Leibwächter. Ja. Also ich würde mal sagen, Gleichberechtigung von Feinds muss man hier haben. Okay, alles klar. Ist ja schon gut. Also so geht das nicht. So. Ja, du darfst fliegen. Ich darf gar nichts machen. Gibt's ja nicht, ey, dass der hier plötzlich da auch hinten sitzt. Also, wo sind wir denn hier gelandet? Wir sind in einer Geisterorganisation. Ich habe uns vor einer Karte verstecken lassen. Alles klar. So, wir holen jetzt das Päckchen. Und was passiert, wenn jetzt jemand unsere Yacht angreift? Ah, der Kapitän ist ein... Oh, warte mal, da fliegt jemand hin, ne? Ja. Wenden! Wer fliegt denn da? Gott, die Russen kommen! Wenden! Ja, ist gewendet. Was macht ihr? Bleib hier. Wir beobachten den jetzt. Langsam hinterher fliegen. Stopp. Observationskommando. Er nähert sich der Yacht. Hier bleiben. Er ernährt sich der Yacht, Sir. Alles im Griff, er wird nicht landen können. Sir? Warten. Haben Sie weitere Befehle für uns? Warten. Ich kümmere mich drum. Baum! Alles gut, Patrick, alles gut. Ich verschwinde mal hinter dem Baum hier, dass er uns nicht sieht. Sehr gut. Oh. Interessant. Der Kapitän übernehmen. Chef, ich glaube, das Problem hat sich von selbst gelöst. Aber er lebt noch. Er wird aber sich nicht nähern können. Okay, abhauen. Der kommt direkt auf uns vor. Oh! Alter! Kapitän, das sind doch wir! Ab zum Päckchen! Okay, schnell hier weg hier. Aber damit wäre bewiesen, dass die Yacht sicher ist, auch wenn wir nicht da sind. Sehr gut, Sir. Sehr, sehr gute Arbeit, Sir. Okay, wir müssen zum Päckchen, wir werden verfolgt, Leute. Okay. Nein, er hat sich unsere Yacht zur Vorliebe gemacht, aber egal. So, da unten ist das versteckte Päckchen. Oh, okay. Und was hat das Päckchen auf sich? Also was ist das? Das ist geheim, Leute. Ach so. Dürfen wir nicht wissen, was da drin ist? Nein. Ist es illegal? Nee, es ist legal. Ah, okay, gut, dann frage ich nicht weiter. Okay, such dir das versteckte Päckchen. Ich glaube das einfach mal. Okay, sollen wir uns aufteilen? Da warte, hier vorne steht ein Wagen, der sieht ein bisschen verdächtig aus. Okay, landen. Ich glaube, der Wagen könnte da schon sehr interessant sein. Ich sicher die Gegend? Ich sicher den Van. Sunset Bleach. Cleaning Services, was ist das denn? Und? Hier piept es. Okay, Leute, ich habe eine Trackify-App auf meinem Handy. Ich kann damit gucken. Ich höre es piepen, Leute. Ich höre es piepen. Okay, der Van. Der Van, wirklich? Es ist in dieser Richtung, wo ich hinlaufe. Komm mit zu mir. Ja, ich höre es auch. Hörst du es, Patrick? Ja. Weg vor uns. Okay. Okay, Jungs, wo ist das Päckchen? Muss hier sofort sein. Wie an Ostern. Einmal den Zaun hier wegsprengen. Ja, wir können auch einfach draußen drumherum. Zaun wegsprengen! Es geht, ich hab nichts zum Wegsprengen, sorry, Sir. Oh, ey, das ist. Hier, ich hab's, glaube ich. Er hat das Päckchen, Sir. Nein. Er hat nicht das Päckchen. Muss genau unter uns sein jetzt. Ich hab's. Hier ist es. Ja. Oh! Was war das? Was ist das? Ich hab's. Ein weiteres. Und jetzt? Päckchen ist hinter uns. Mitkommen. Ach du Scheiße, es läuft eine Zeit. Go. 6 Minuten. Oh, ich hab grad meinen ersten Lohn gekriegt, Patrick. Mitkommen. 5000. Chef, also das finde ich ja gut. Jetzt kommt, haltet den. Ja, okay. Für 5000 mache ich alles. Ja. Fast. Da gehe ich sogar gerne nochmal in den Whirlpool. Ja. Nackt. Nein. Natürlich. Aber den Helikopter. Oh, warte mal, es ist hier, Leute. Irgendwo muss das Päckchen hier sein. Hier, wir müssen aufpassen, dass keine andere Organisation vorbeikommt. Den Hubschrauber! Okay. Nee, ich nicht. Oh! Hier muss es irgendwo sein. Hier links. Hier rein. Ja, hier da hinten, da wo der Rauch ist. Bei mir. Bei dir? Ja. Okay. Da ist es! Holen! Komm schon, Patrick! Ich laufe, ich gebe mein Bestes. Ich hab ne Idee, Sir. Weg! Oh shit, du hast einen Zivilist getötet.
Sehr gut. Sorry, ich hab's. Super. Ja, ein Päckchen gibt's noch. Eins. Aber wo? Irgendwo hier in die Richtung. Ich hör's schon wieder. Auf der linken Seite von uns. Ja. Du kommst näher, Kevin. Ich glaube, ich hab's gefunden. Hier hinten, wo der Rauch ist, wieder. Ja, genau. Ich hab's, Freunde. Ich hab das Päckchen. Dale! Patrick! Ja. Ist noch ein Päckchen. Noch eins. Mann, da haben die Drogenboss aber wieder einiges platziert. Droh? Ich dachte, das wäre nicht illegal. Ja. Wo ist hinter das Päckchen? Uns? Problem mit hinter der Lokalisierung. Uns? Ich hör's nicht. Ich hör's. Piep doch. Patrick, komm schon. Ich bin falsch hier. Nee, ich bin... Ist irgendwo hier, warte mal. Doch ein Parkhaus vielleicht? Ich hör's nicht. Hubschrauber! Oh, er fliegt nur weiter. Nee, Freunde, das ist richtig gefährlich. Ich hör's nicht! Das muss hier irgendwo sein. Was sind das für Päckchen? Da, ich hab's! Hast du's? Ah, super. Okay, hol mal den Helikopter, Herr Currywurst. Helikopter. Wo ist denn der Helikopter jetzt? Wieso brauchen wir den Helikopter? Hol den Helikopter. Okay. Alter, ihr seid die besten Bodyguards. Ihr lasst euren Chef allein hier durch die Gegend laufen. Haben wir denn jetzt alle gefunden? Sie sind einfach vorgerannt, Sir. Sie dürfen nicht vorrennen. Aber wir haben doch noch gar nicht alle. Hol den Helikopter. Ich hab den Helikopter. Hol mich ab. Schnell. Patrick. Entschuldigung. Hier unten, Freunde. Okay, und ab zum nächsten Päckchen fliegen. Wo ist denn das Päckchen? Das Päckchen ist auch hier irgendwo. Ey, wer sitzt da hinten drin? Ja, wer sitzt da wohl drin, Sir? Also ganz ehrlich, das würde ich nicht mit mir machen lassen. Das war doch nicht extra. Los. Okay, flieg. Okay, wo ist das Päckchen? Das muss links irgendwo sein. Genau, flieg mal so geradeaus jetzt. Ungefähr so. Wir müssen den Rauch finden. Okay, ich höre es gerade. Da, geradeaus. Rechts unten. Ah, okay, yo. Okay, ich hol das Päckchen. Bleibt ihr im Hubschrauber? Ja, nee, ich hol das Päckchen. Nein, ich hol natürlich das Päckchen. Die Bodyguards sind euer Boss. Die Bodyguards müssen in Gefahr. Oh Leute, das ist so. So. Ich hätte das machen müssen. Dass ihr euch euren Boss Kevin versetzt, fliegt, ja, der Boss ist Boss und ich muss das dann machen. Nee, ich muss das machen. Nein, du fliegst ja. Du musst ja auch irgendwas machen. Hier, nächste Päckchen suchen. Das hol ich. Okay. Nee. Naja, eine kleine Info noch an alle Drogendealer da draußen. Da vorne. Hier links. Heute Abend um 20 Uhr gibt es einen Livestream von GTA Online. Ihr könnt dabei sein. Ihr könnt unserer Organisation beitreten. Das Ganze um 20 Uhr auf mafuyu.de. Schaltet ein. Mitarbeiter Curry, der PZ und natürlich noch viele andere Leute. Ich hol das Päckchen. 20 Uhr live. Ich hab's, Sir. Ich hab's safe, Sir. Ja, hol. Okay. Ey, was machst du mit dem Helikopter? Patrick? Was denn? Du bist ausgestiegen. Der hat sich automatisch dahingesetzt. Patrick. Warte auf mich. Okay, ich bin drin. Safe. Go. Ach du Scheiße. Okay, machen wir hier. Was? Wo ist das nächste Päckchen? Nächstes Päckchen. Ah, ich sehe nichts mehr. Päckchen? Unter der Brücke vielleicht? Was? Vielleicht unter der Brücke? Hm. Da hinten! Umdrehen! Umdrehen? Wo? So? Hinten. Wo, Chef? Wo? Hoch. Rechts. Wo denn? Rechts. Da vorne qualmt's. Am Baum. Rechts. Ajojojo, Chef, da ist es. Patrick, okay. Höher. Höher! Ich hab's doch, Leute. Ich hol das Päckchen! Der will nur die meisten Punkte haben. Oh. Ey, ihr seid der richtige. Ah, ich bleib mal sitzen. Ah, oh Mann, der ist tot, Alter. Warte, Patrick. Ich bin da, alles gut. Ich hol das Päckchen! Nein. So. Sehr gut, Chef. Patrick, was machst du? Der macht den Helikopter. Denk dran, es ist nicht unser Heli, Patrick. Ach so! Okay, rein, alles klar. Ja. Okay, flieg zur Yacht, go. Wo ist denn die Yacht nochmal? Kann die mal einer machen? Stopp. Was denn? Da hinten sind Feinde, Leute. Da hinten sind Feinde. Aber wir müssen noch mehr Päckchen suchen. Ab zu den Feinden da hinten. Aber was machen wir mit den Drogenpäckchen? Die haben wir safe. Rechts zu den Feinden. Ach so, haben wir safe. Unter uns ist hier wohl jemand. Okay. Die? Hey. Du meinst die hier? Da unten fährt jemand. Der ist. Können wir leider nicht angreifen. Der hat eine Waffenweste. Okay, dann ab zur Yacht. Schade. Sehr gut. Aber guter Job, Jungs. Guter Job. Ja, und ab jetzt.
Patrick, wo fliegst du hin? Natürlich, hey, was ist falsch, du natürlich zur Yacht. Sorry, Chef. Ich hab mich verlaufen. Genau, einmal zur Yacht, bitte. Das ist gut gemacht. Oh, Chef, was ist das denn hier hinten? Schön. Was treibt ihr da hinten? Patrick, ich kann verstehen, warum du hier hinten sitzt. Ja, ne? Es ist geräumig und man kann Champagner trinken. Ja. Oh. Sehr gut. Was war das denn jetzt für eine Aufgabe, Chef? Was war das? Das war ein Test. Wer von uns fauler ist. Ja, Patrick, ne? Ja. Ich würde mal sagen. Oh, der Helikopter kreist immer noch. Okay, flieg mal zum Helikopter kurz. Lass dir mal, ich würde mal sagen, wir zeigen dir mal, was hier los ist, oder? Pack das Sturmgewehr aus, mein Junge. Komm schon, Patrick. Ja, flieg direkt daneben einfach. Nur nicht schießen, Curry. Mach mal ein schönes Manöver, Patrick. Ja, nicht in ihn rein! Hey! Patrick! Entschuldigung! Okay, ich bin doch noch in der Ausbildung! Was machen wir, Chef? Angreifen! Angreifen! Drauf! Wir zeigen dem mal, was eine Hake ist. Pass auf, der will uns reinfliegen! Patrick, du musst den Helikopter ruhig halten. Ich kann nicht schießen. Ah! Okay, der Chef muss das machen. Es wackelt zu viel! Ah, ich glaube, er haut ab. Verzieh dich! Der haut ab. Okay, einmal bei der Jacht mehr. Oh, ich trinke erstmal was. Boah. Gott, Leute, ich bin noch in der Ausbildung. Das Yachtlanden habe ich noch nie gemacht. Oh, mir wird schlecht. Sir. Bring auch mal einen Champagner. Oh, ich surf mal im Internet. Explosion links. Gut. Ich glaube, der Kapitän hat gerade den Helikopter abgeschossen. Warum ich den erledigt habe, ist... Also sehen Sie, Sir, ich kann das gut. Soll ich im Whirlpool landen, oder? Nee. Nein, auf dem Helipad, Sir. Currywurst. Ja, ich gönn mir mal, ne? Danke, ja. Sir. Bring Danke. Mal. Patrick, du machst was gut da vorne. Ja, ich versuche mein Bestes zu geben. Oh, Champagner. Ich muss mich konzentrieren, während ihr euch da die Köpfe voll sauft. Oh, das prickelt, Sir, das prickelt. Schön, gut landen, sanft landen. So. Oh. Okay, wir treffen uns. Oh, wir treffen uns naja. In den Gemächern. Ah, schick. Okay. Oh, das war mal wieder ein Trip, ne? Alter, war das ein Trip. Aber ich muss sagen, der Job macht mir richtig Spaß. Mir auch immer. Ich sag, gute Herrschaften. Patrick, doch, du kannst auch die Treppe benutzen. Nein. So, haben wir es verdient, Alter. Oder? Ja, prima. Ah. Komm mal alle rein da. So. Oh, ja, Mann. Also eine Runde pennen wäre jetzt schon fein, ne? Ach ja, stimmt. Ja, oh, shit, ey. Was ein krasser Tag, lieber. Der Leben als Bond, der Leben. Was ist denn mit meinem Deutsch los? Dann geht mal ab in euer Zimmer. Ja, ich würde sagen, schöne Nacht, ne? Wir sehen uns morgen, liebe Freunde, beim neuen Tag. Und dann müssen wir noch ein paar andere Banditen in dieser Stadt angreifen. Gute Nacht, Patrick. Ja, schlaf gut. Gute Nacht, Kevin. Gute Nacht, Dennis. Gute Nacht, Chef. Gute Nacht, liebe Freunde. Oh. Ich kann mich nicht in mein Bett legen. Wir schlafen Alter, nicht mit. Tut das gut. Oh, und dann auch diese Aussicht. Wunderbar. Wir sehen uns, Freunde. Bis morgen. Und nicht vergessen, heute Abend um 20 Uhr ein neuer Livestream GTA Online. Ihr könnt dabei sein. Um 20 Uhr auf mafuyu.de. Schaltet ein. Oh, Moment, der Livestream war eigentlich gestern, fällt mir gerade ein. Denn dieser Folge kommt erst am Donnerstag. Also, liebe Freunde, mach's gut. Ciao.